Willkommen im Podcast von Chicks on Board. Wir freuen uns, euch ganz viele verschiedene weibliche Persönlichkeiten mit ihren Geschichten und Leidenschaften hier vorzustellen. Auf einer echten und ehrlichen Basis von Frau zu Frau, wobei die Leidenschaft zum Surfen, Skaten und Snowboarden im Fokus steht. Eine Pionierin im Snowboarden, wie auch eine grosse Inspiration, die zeigt, dass wenn man etwas will, von ganzem Herzen man das auch schaffen kann. Im Gespräch mit der Tanja Frieden gehen wir zurück ins 1996, zum Start von ihrer Snowboard-Karriere bis hin zum Olympiasieg und ihrer heutigen Herzensaufgabe im Personal Coaching. Was der Sport und die mitfließenden Emotionen und Erlebnisse mit sich gebracht haben und welche Rolle die männliche und weibliche Energie im Leben von uns allen spielt, erzählt dir Tanja in diesem Podcast. Schön, dass du da bist und viel Spass beim Zuhören. Tanja Frieden, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich bin fast ein bisschen stolz, oder ich bin ein bisschen stolz, dass wir dich hier begrüssen dürfen. Ja, merci. Es ist schön, da zu sein. Ja, du bist für mich, also ich habe jetzt mich natürlich noch ein bisschen befasst mit all dem, was du schon erreicht hast, was so ein bisschen deinem Lebenslauf mit drinnen ist, aber es hat mir wie nochmal bewusst gemacht, dass seit ich eigentlich jetzt in Bezug zum Snowboard als Snowboarder denke, du schon so eine gewisse Rolle in meinem Vorbild gespielt hast. Von dem her, ich bin wirklich mega happy, dass wir das schaffen, dass wir jetzt auch plaudern miteinander. Das freut mich natürlich sehr. Und auch noch den gleichen Namen zu haben, das ist noch speziell. Ja, gell, sag's nicht. Ja. Ja. Zum Start haben wir es jetzt eigentlich immer so gemacht, dass du dich selber vorstellen darfst. Möchtest du da gerade loslegen? Ja, kann ich machen. Es ist immer halt ein bisschen schwierig. Wie definiere ich mich? Also Tanja Frieden von Thun ursprünglich. Ich bin immer noch da, ich sage immer, beim Leben nicht weit gekommen. Ich bin so wie eine Schwalbe, ich brauche ein Nest. Und ich reise gerne um die Welt, egal mit was. Eben früher ausschließlich mit Brettern, ob Winter oder Sommer. Und jetzt seit nunmehr 12 Jahren als Energiecoach im Coaching unterwegs, aber ganz bewusst als Energiecoach unterwegs. Und begleite Leute, die Herzensziele erreichen oder die herausfinden, einfach ihre Grösse kommen. Das ist wirklich also etwas so Ähnliches, was du ja machst mit ihrer absolut genialen Arbeit, Chicks on Board, also Leute zu begleiten, ihre Grösse zu gehen, Neues zu erleben. Das ist meine Leidenschaft, das ist glaube ich der Grund, warum ich auf dieser Kugel bin. Und eben 14 Jahre Spitzensport, unter anderem sicher das grösste, bekannteste Ziel ist Olympiasiegerin Boardcross 2006, aber da sind natürlich sehr viele X-Games-Medaillen, ich weiß aber gar nicht, wie viele, eigentlich 3 oder 4. In den verschiedensten Farben. Gold, X-Games nie, aber Silber und Bronze ein paar Mal. Vize-Europameister, aber damals noch unter norwegischer Flagge. Dann für mich ist Wikipedia sehr häufig, ist eigentlich falsch. Ja, das ist irgendwie ich bin halb Norwegerin, dass ich 8 Jahre für Norwegen gestartet bin, von 14 Jahre, fast die Hälfte, das wird halt umgeschlagen, aber schon nicht so schlimm. Okay. Genau, das ist so, das zu mir ein 14 Jahre Spitzensport und jetzt wirklich ausschließlich eben Leute in Begleitung für ihre Herzensziele. Ich habe einen Sohn, einen 4,5-Jährigen, das ist auch ganz etwas mega Spezielles, wo ich glücklich und dankbar bin, dass er da bei uns darf sein, bei uns ist und genau. Mit dem Partner als Kitesurfer bin ich ebenfalls auch in der grösseren Welt unterwegs mittlerweile. Also wirklich bei euren Themen, Chicks on Board, eben Skaten, Wasser und natürlich Ursprung Schnee ist genau mein Ding. Mega cool. Vielleicht starten wir mal mit dem Sport, also mit dem Start, mit dem Ursprung. Bordercross ist ja... Also für mich ist schon recht lang ein Begriff, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass viele, die jetzt im Freestyle-Bereich unterwegs sind und jetzt nicht einen persönlichen Bezug zum Bordercross haben, sich die Dimensionen wie nicht so klar vorstellen können. Also ich glaube, man kann wirklich erst davon mitreden oder ja, sich das vorstellen, wenn man mal effektiv über so einen Kurs gefahren ist und das Bordercross mal selber so ein bisschen erlebt hat, was das für Kräfte sind. Wie bist du dort reingerutscht, dazumal? Bordercross war ja dort auch noch nicht riesig, oder? Also nein, ich würde
Das ist wirklich etwas, was bei mir so, wenn man mich fragt, hey, was ist das Schönste oder das Speziellste, gut, vielleicht wäre das eine Frage, die kommt, ist es nicht unbedingt nur der Olympiasieg, sondern wirklich der Werdegang von einer Sportart, die aus Roots entsteht, Bordercross inklusive, also ich bin Alpin, ganz früh in der Alpin gefahren, weil es dann einfach schlichtweg mein erster Snowboard war, Burton Free Six gewesen, und da habe ich mit den Skischuhen bin ich die, weil es das hier in der Schweiz noch gar nicht gegeben hat. Und so hat man halt mit Hardboots angefangen, respektive mit Skischuhen, und kommt jetzt näher soft gerne. Ich habe schon gewechselt, aber bin ich mehr durch das Alpine hineingekommen, weil ich eben schon so lange her ist. Und bin näher, hat man damals bei uns eben Uli Kestenholz, Carol Weber, die kennen wir zwar nicht, aber das ist in unserem Höger, sind wir drei, vier Leute gesehen, die gefunden haben, wir gehen mal an die Regio Cups, aber wirklich mit dem Ziel, Fun zu haben zusammen, also eine rebellische Community damals zu haben, eben so wirklich etwas Neues. Wir hatten alle so Hunger auf Neu und also auf ein Lebensgefühl, was damals noch vielleicht, sagen wir mal, vielleicht noch mehr als heute war, weil es einfach anders war. Es war ein Ausdruck. Und so sind wir die Regio Cups gefahren, dass ich eigentlich mir das neue Material holen konnte, weil ich nicht irgendwie das Geld hatte. Da sind wir gut gefahren und da hat es immer viel Preisgeld gegeben mit Händchen, Snowboards und Skateboards und so. Und dann haben wir, bin ich regelmässig eigentlich auf dem Podest gewesen und habe mir so damit das neue Material können besorgen. Extrem Freude gehabt, mit diesen Leuten etwas Neues auszuprobieren. Und damals habe ich ja irgendwie sogar Halfpipe-Events gefahren. Was es halt gegeben hat, oder? Und so bin ich Bordercross, ist dann wirklich eigentlich, ich glaube, in der Schweiz ist das erste Mal der BZ, das ist Berner Zeitung, die haben so einen Cross einfach so auf der Ängstlichen Alpe, in Adelboden, wirklich so in der Natur hin, einfach so Kurven, und da ist man eben zu viert gefahren damals. Mhm. Oder sogar schon zu sechs, ich weiß es nicht. Zuerst ja zu sechs, dann hast du mir den Beweis zurück. Auf jeden Fall mehrmals, und das ist absolut mein Ding. Ich habe gemerkt, wenn ich allein fahre, ist es schön und gut, aber ich werde noch besser, wenn ich wirklich so die Leute um mich habe. Und einfach dann kann ich wie loslassen und spüren, was es mit mir macht. Ich bin sicher aus der Leichtathletik rausgekommen. Ich habe vorher einen Siebenkampf gemacht, habe extrem guten, trainierten Körper gehabt damals. Und es war sicher ein Vorteil gewesen. Und ich habe sehr gerne verschiedene Sachen gemacht. Mir wird sehr schnell langweilig. Und der Bordercross war so etwas natürlich gewesen, eben mit dieser Community zu fahren und sich irgendwo gleich mal zu messen und Fun haben. So also bin ich dort dazu gekommen. Ich habe die regelmässig gewonnen. Und er hat das erste Mal von den Jos Games, wer sich da noch mal erinnert, hat in Sölden so einen Bordercross gegeben. Und der war offen gewesen. Aber das sind internationale Leute, da war natürlich schon Sean Palmer schon dabei gewesen. Und dort bin ich auch gefahren, weil Sean ist ja wirklich so, ist eigentlich auch von Halfpipe gekommen, wie an der Terry Hawkins. Und dort sind alle noch, auch Freestyle-Alpine, keine Rolle gespielt. Und Bordercross war so das vereinende Element gewesen. Und das hat mir halt gefallen. Dort jetzt, früher war es so ein bisschen gleich gewesen, was das wäre. Das ist heute viel, sind wir viel rigider, viel exklusiver im Denken. Ich glaube, das wäre ein Wunsch, den ich hätte, wirklich wieder zu sagen, es ist doch wurscht, wie du unterwegs bist, hat sich mit dir zusammen. Und das ist halt im Bordercross gelebt worden. Und dann sind eben die Hügel immer, ja, der Parkour war anders gewesen, und früher, das ist nicht mehr so, wie es heute ist oder wie es bei Fissner ist worden. Es sind immer so die gleichen Sprünge gehabt, sondern da hat es die skurrilsten Elemente gehabt. Einmal, weiss ich noch, in Lake Tahoe hat es so wie, wirklich so Schneehügel gehabt. Und das ist wirklich so wie durch einen Wald Schneehügel. Eigentlich super gefährlich. Hast du da die Wege müssen finden und sechs miteinander durch die Schneehügel durch, hast nicht gewusst, wer kommt wann. Und es war wirklich jedes Mal eine Challenge gewesen und wirklich so ein bisschen wie ein Fun, fast wie ein Europa-Park, hast wie eine Märmeli-Bahn einfach die Wege müssen finden durch das Zeug durch. Und das ist das, was mir halt gefallen hat. Das ist das, und ich einfach gemerkt habe, doch das kompetitive Gehen, das habe ich definitiv, also zielorientiert bin ich, und trotzdem das spielerische Miteinander, und nie weisst, wie es genau auf dich zukommt. Und eben, es ist, damals sind alle sie das gemacht, hat keine Rolle gespielt, welche Urdisziplin mal gemacht hast. Also ist dort die Community vielleicht im Snowboard-Bereich auch noch viel kompakter gewesen, das Gefühl? Also nicht so separiert, wie du jetzt gesagt hast, oder? Also ich sehe viel offener. Also das wünscht mir noch so ein bisschen, was ist uncool, was ist cool. Dort haben wir gewusst, wir sind alle cool.
Weißt, so bisschen, also das wünschte ich mir schon so wieder mehr zurück. Oder? Jetzt ist so bisschen, der war halt vielleicht Skifahrer gegen Snowboarder, das war halt Big Time gewesen. Aber sonst war es gleich, gewesen, was du wie gemacht hast. Ob du hast dich ausgedrückt, du hast zusammen. Und dort ist lang, wo es näher eben ist, so das Alpine Skirichtung gewesen, und das Freestyle und das Bordercross war der, gewesen, wo man sich getroffen hat. Und das ist. Ja, das hat sich natürlich näher auch verändert, aber im Grunde der Dinge, und was ich sehr viel näher habe gesehen, dass schon die Freestyler sind gekommen und haben gefunden, ja, die haben ja gewusst, wie quasi den Softboots dort, und haben Sprünge oder Perke, hat sie in dem Sinne noch nicht so klassisch gegeben, er war auch noch nicht eine Disziplin für sich gewesen. Oder Slopestyle, und dort haben die wirklich so, aber die so gesagt, eben, wow, krass, also es ist wirklich noch anstrengend, oder gewisse Elemente, die auch gefunden haben, shit, wie fahre ich die? Und das ist schon noch so, hat man es eben so ein bisschen, das, was du hast gesagt, so ein bisschen unterschätzt, was heisst denn das wirklich? Erstens mal, die haben zwar, die sind vielleicht auch gut gewesen, wenn sie sogar sehr gute Zeiten gehabt, wenn sie alleine können fahren, aber dann die sechs, das ist ein anderes Game, also auf was musst du schauen, dass du sehr bei dir bleibst, schon schaust, und das war halt mein Ding gewesen, wie gar nicht mit Angstum, mit Gedanken, du musst dich so frei machen im Kopf, dass du wie einfach du fährst dein Ding und trotzdem siehst das Umfeld. Und das war für mich halt immer das Repräsentativste, wie das Leben auch ist. Also ich habe mein Ding, mache ich hier auf Erden, in meinem Leben, und trotzdem bin ich im Umfeld, muss und will schauen, was machen die. Und das bedarf eigentlich sehr ein Loslassen. Wirklich mich hier und jetzt zu sein und aber trotzdem wahrnehmen, was geht. Und das hat mir halt extrem schöne Qualität gedacht. Und genau, vielleicht bei den Alpinen, die haben zwar die Linienwahl gewusst, aber mit den Elementen noch nicht, aber das Zusammenspiel, das ist für beide, haben nicht gemerkt, wow, eben, das ist vielleicht das, was man sich nicht so vorstellen kann, wenn man es nicht so selber gemacht hat. Was hast du das Gefühl, was ist, also wie war es als Frau gewesen? Also weißt du, wenn man ja jetzt so ein bisschen an die Gleichberechtigung denkt, im Sport vielleicht im Allgemeinen, vielleicht im Leben im Allgemeinen, ist das ja immer noch ein mega Thema. Und wenn ich dir jetzt ein bisschen zugehört habe, hast du eigentlich immer von einer mega positiven Dynamik geredet, von ihr habt miteinander Freude geteilt, eben egal, ob du jetzt im Freestyle-Bereich dich mehr ausleben willst oder im Alpinen, es war eine Community gewesen. Hast du dort als Frau dich zum Teil ein bisschen benachteiligt gefühlt, oder ist das jetzt eher so mit der Zeit gekommen, mit den letzten Jahren, wo das vielleicht auch alles ein bisschen ernster wurde, ist das Thema. Was hast du das Gefühl? Ja, also ich muss sagen, ich darf sagen, ich bin wirklich nicht eine, die dort so unterteilt. Ich habe schon gemerkt, dass ich so wirklich in einer Männerdomäne auch aufgewachsen, was das ist. Wir haben zwar, und ich habe gemerkt, und wir sind jetzt noch, unsere Gruppe, Chat heisst Chicks United, lustigerweise, wir haben etwas geschaffen, was sonst, glaube ich, keine Sportart auf diesem Level gibt. Also wir sind ein paar Hühner, sagen wir auch, liebevoll, wo alle mal im Weltcup waren, vom Alpin, vom Freestyle, da ist ein Niki Petrozell dabei, da ist ein Cécile Blanchel, da ist ein Gitti Köck, wo Nagano, also es ist wirklich, alle sind mindestens irgendein krasser Titel. Und wir haben so eine Community aus der Schweiz, Deutschland raus, Katharina Himmler, Erna, die ist auch da x-fache Weltmeisterin, ist mit mir im Alpin, aber ist mit mir Olympia gewesen. Wo wir einfach immer noch best friends sind und die Community eben haben von Frauen untereinander. Wirklich, wir sind Götti-Gotten voneinander und letztes Mal sind wir, einmal im Jahr, gehen wir irgendwo auf einen Berg, und sogar Betsy Schott, das sagt ihr auch nicht, aber das ist im Alpine damals, auf Amerika, das ist sogar übergekommen. Also wirklich coole Community, die da ist. Und dort sind Frauen, und dort haben wir immer gemerkt, ich kenne, das ist vielleicht auch der Unterschied, wir haben das Konkurrenzdenken, habe ich nie so erfahren in dieser Gruppe, sondern es ist mehr, hey, wie können wir zusammen arbeiten? Klar, so wie das Thema No Friends on a Powder Day, also wirklich, wie haben wir mit denen im Gay gestanden, da ist kein Wort mehr gewechselt worden und Zeug und Sachen. Das Gefühl gehabt, shit, sorry für dich, oder umgekehrt. Aber dann sind wir sonst durch dick und dünn haben organisiert. Es war wirklich nie ein Thema von Missgunst oder von dem Neid. Das ist für mich eher so etwas, was ich dann müssen lernen, so ein bisschen nach dieser Zeit. Also ich glaube, gerade weil wir eine kleinere Gruppe von Frauen waren, haben wir extrem
auch einfach geschaut, wie können wir einander unterstützen, aber auch nicht Männer gegen Frauen. Es war mehr gewesen. Und da komme ich auf deine Frage zurück, wenn es um das Preisgeld ist gegangen. Da haben wir ein enormes Gefälle gemerkt. Du hast dann schon von den Männern aber ein bisschen, oh ja, jetzt müssen wir noch Chicken Line machen. Mhm. Weil wir Sprünge von 600 bis 100 Meter müssen machen. Und klar können die Männer weiter. Punkt, Schluss. Also bei uns Border Cross schon speziell gewesen. Es ist eine der einzigen, gute Pipe ist so, aber wo man eins zu eins genau das Gleiche macht. Also und recht ihre krasse Dimension halt zum Teil, also über einen Truck haben alle drüber müssen. Ist wie so, manchmal hat man Chicken Line gemacht, aber die war wirklich so schlecht gewesen, dass es meistens vernünftig war. Und dann war das Thema Preisgeld gewesen. Und dort durfte ich mich wirklich auch dürfen mitprägen, sicher schon ganz früh, als man noch nicht von Weibli Männli Unterschied geredet hat, hey, dass es nicht fair ist. Und dort ist eine Pötzl, die ist wirklich eine von der begnadetsten Broadcrosserin gewesen. Die hat aufgehört, was zu Fiss ist gegangen, Österreich. Sie ist mit dem Kri, ihrem Freund damals, Mann jetzt, in diesem Weltcup unterwegs gewesen. Sie war wirklich die, die dann damals so, sie so der Top 3, 4 gewesen, die wirklich das meiste gewonnen hat. Aber sie hatte auch schon ein professionelles Team, auch mit den Männern zusammen. Und sie und auch ich, wir haben uns dort schon stark gemacht, zu sagen, hey, weißt du was, ist nicht fair. Und wir haben es wirklich so hergebracht. Sie war dort sicher sehr federführend gewesen. Ich bin nachher, ich war auch Spokesperson von ISF gewesen, damals noch bei den Frauen, zum schauen, wie können wir Gleichberechtigung im Preisgeld herbringen. Und wir haben es wirklich auch geschafft, die Gleichberechtigung herzubringen. Und viel besser. Es war ein extremes Gefühl. Also, du siehst, das Thema war schon dann irgendwo da, es war nicht so aufgehoppt, aber wir haben dort nicht so engagiert und manchmal schon gefeitet und wirklich auch ein bisschen die Ungerechtigkeit schon auch gespürt. Und dann auch gefunden, hey, komm, wir haben es in der Hand. Und wir können entweder in ihre Opferrolle versinken oder uns dem stellen und sagen, hey, mal auf den Tisch klopfen. Und das sind wir sicher in diesem Bereich. Das wird mir auch erst jetzt aber so bewusst. Was heisst, wer hat was geschafft, dass sie in diesem Bereich schon können helfen mitprägen, sehr viel. Also einerseits bei ISF, also International Snowboard Federation, für die, die jünger sind. Das war früher so die eigene organisierte Geschichte für alle Snowboard-Geschichten. Und nachher, ja, jetzt auch bin ich dort als Boss eben Sprecherin gewesen, würde man heute sagen, von den Frauen. Ja. Und so gesehen bin ich ganz klar in dieser Diskrepanz aufgewachsen. Es ist, ich sehe Männer auch als Förderer, aber eben so eine Weile Kästenholz, wo mit mir von Nachbar war, da bin ich viel unterwegs gewesen. Und so mühsam, wie es war, blöd gesagt, wenn du auf die Schnur bist, gehst du selber aufstehen und weitergehen. Aber da konnte ich auch fragen, hey, es hat sehr viele auch Männer gehabt, die Frauen sehr gefördert haben. Da kommt dann ein Reiter, der ist mittlerweile auch Coach, glaube ich, der Frau Österreich, oder weiss nicht, was er jetzt macht. Also, wo ich aber gewusst habe, beim Parkour oder bei Element, wo ich, hey, wie fahre ich das? Ich kann anschauen, schau von hier. Oder eben mit einem Ölen, wo ich unterwegs war, wenn ich gefragt habe, ich habe Hilfe bekommen. Ich musste es einfach holen. Und das ist wirklich das, was ich sage. Hey, wir dürfen dort auch, ich bin nicht so Fan von gegeneinander Frauen-Männer-Gruppen, sondern wirklich so, hey, was können wir voneinander lernen und trotzdem für uns einfach einstehen, das zu holen, was wir wollen. Ja, den Mut auch zu haben, oder? Ich glaube, es hat ja auch schon einen gewissen Mut, der involviert ist, wenn man ansteht und sagt, hey, es ist nicht fair, dass mein Preisgeld nicht halb so hoch ist wie das der Männer. Also ich glaube, das ist ja auch, du dich dort auch einen Konflikt vielleicht stellen, oder? Wo nicht nur positiv muss sein. Also ich glaube, das hat schon alles mit Mut zu tun. Oder allgemein, in einem Sport, der noch nicht so etabliert ist, als Frau dort will Gas sehen, ich glaube, das ist allgemein mit sehr viel Mut verbunden. Ja, Mut, oder wenn man es jetzt ein bisschen grösser anschaut, aus der energetischen Geschichte, würde es fast wie jeder Mensch hat so eine männliche und eine weibliche Energie in sich. Und wir als Frauen müssen nicht per se einen grösseren Zugang zur weiblichen Energie haben. Also die weibliche Energie ist so die annehmende, die unbeurteilende, so die allwissende. Also die wirklich so zu annehmen, zu weichen. Und die männliche ist Kriegerenergie. Wir haben alle Anteil Kriegerenergie in uns. Und den Krieger wirklich zu schauen. Und wenn ich dich würde fragen, du, wo ist die Krieger? Lang mal dort her an den Körper. Wo würdest du sagen, wo schreckt der Krieger?
bei mir. Also meinst du, es ist jetzt pro jeder Person verschieden, oder? Ja, also kann nicht, dass ich jetzt da reinlaufe. Wie? Nicht, dass ich jetzt da reinlaufe, ich weiss. Also nein, du kannst, das kann man ganz intuitiv sagen, wo ist der Krieger in mir? Mhm. Also, mir ist jetzt wirklich da am Rücken hängen, da kann man sich draufklopfen. Und das ist, wenn sich jeder fragt, wo ist die männliche Energie in mir? Und das ist häufig die Repräsentation von einem Krieger. Mhm. Das ist wirklich auch die Mobilisierung, der Mut ist die Mobilisierung von dieser Energie. Neben dem, dass wir absolut intuitiv gebende, annehmende, kreierende Geschöpfe sind, wenn man so will, haben wir auch die Kriegerenergie, die einfach sich etwas darf holen darf. Sagen, hey, weißt du, das ist mein Territorium und dahin, her damit. Und diese Energie, oder so, und jetzt hier, tag, da bin ich, das auszuleben, bei mir ist das schon so fast gewesen, dass ich das wie, also so eben, es hat nichts gegeben, was ich nicht gemacht habe. Glaube ich, mein Krieger ist dann mal irgendwie so mega müde gewesen und hat gesagt, hey, jetzt mache ich nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich mich auch wieder erinnern, dass ich die weibliche Energie habe. Also wirklich das, und die haben auch so, wenn man sagt, hey, ich würde gerne am Gottesdienst, das kenne ich als ganz Kleine, ich habe immer wollen skaten, bin nie gegangen, weil ich den Mut nicht hatte. Dann hat es den noch nicht gegeben, oder? Mhm. Wie mit meinem Plastikboard. Und dort, die Anteile wirklich zu leben, von hey, ich bin Krieger, kann mir das holen und trotzdem, hey, ich muss mich auf den Fight nicht einlassen. So ein bisschen die Teile. Hat der Mann auch die weibliche und die, also ja, die männliche, logisch, aber der Mann auch? Ja, ja, also ja, ja, letztens kommt bei mir, wirklich mega, also wirklich, der hatte so eine intuitive, schöpferische Kraft in sich gehabt, aber den Krieger fast nicht kennt. Und der hat das Business nicht an Boden gebracht. Der hat ein Seilpark, ist absolut ein toller Mann, wirklich, also energetisch super genial. Also der hat eine sehr ausgeprägte weibliche Seite und dort müsste der Krieger aktivieren. Weil der Kerl, der ist nicht für sich eingestanden. Und das kennt jeder von uns, so sicher kennt schon so Männer, wo du denkst, hey Mann, was ist denn los, mach. Und genauso können wir auch die andere Seite eben, dürfen wir, erst wenn wir quasi beide Teile uns bewusst sind, die können leben, dann können wir wirklich unsere volle Grösse gehen. Und das ist eben, wenn du jetzt etwas Neues probierst, du musst vielleicht die Kriegeranteile haben. Und trotzdem darfst du sie ja auch machen wie mit ihrer anderen Art. Das ist die Frau vom Skateboard, im Snowboard, die drückt sich anders aus als ein Mann. Mhm. Oder das ist eben die weibliche Energie. Gleichzeitig wissen wir auch, Michael Chuck damals, ich weiß nicht, ob das der erste Double Flip gemacht hat, oder auch noch Juri, die Kreationskraft, das ist die weibliche Kraft von Juri, das ist nicht die männliche. Und das Zusammenspiel, dann, wenn das zusammenkommt, wird es so magisch. Ja, und dann kommt ja noch, also ich habe das Gefühl, das ist ja auch der Stil, der Style, der dann noch einflüsst, wahrscheinlich, oder? Wie jetzt bei Juri. Man kann, oder auch bei Jamie Anderson, wo heutzutage, oder bei Anna Gasser, also man kann ja jeden Trick, kann ja umgesetzt werden, irgendwann, aber die Frage ist auch, wie er umgesetzt wird, oder wie viel Power oder wie viel Energie oder wie du sagst, auch wie viel Style dahinter steckt. Ich glaube, und ich finde es eigentlich noch einen spannenden Ansatz, dass man auch das mal so anschaut mit dieser männlichen und der weiblichen Energie. Weil, ja, es ist auch schön zu sehen, dass das bei den Männern genauso einen Wert hat wie bei uns auch. Absolut. Und dort dürfen wir einfach auch mal ein bisschen auf die Suche gehen und sagen, hey, von was brauche ich jetzt gerade mehr? Mhm. Und gerade, kennst du vielleicht von dir auch, selber so Unternehmen, hey, bist immer am Machen. Und manchmal merkst du, hey, du bist am Machen und bist einfach auch ein bisschen müde und eigentlich dann loslassen und schauen, hey, was darf ich wieder jetzt annehmen? Also wirklich wieder, wo ist die weibliche Kraft gefragt und wo ist die männliche? Muss ich wieder mal ins Territorium holen? Dann haben wir noch drei Instanzen mehr, also es kann noch viel spannender werden, wenn wir das mal auf das einlassen. Aber so im Grundsatz dort ist, wie so, die Energie braucht es wie beide. Und ich glaube, wenn man Neues lernt, ist dort schon so ein bisschen. Und das ist eben jedes, manchmal braucht es so die Krieger, oder manchmal braucht es einfach, hey, was darf ich jetzt einfach annehmen? Mhm. Das Schöpfer ist kreativ und das Annehmen, also Annehmen ist ein Riesenthema bei ganz, ganz vielen, und nicht nur Frauen. Männer wie Frauen, das Thema darf ich annehmen, das muss ich immer machen oder darf ich einfach mal annehmen? Also schon ein Kompliment annehmen, wirklich ein aufrichtiges Kompliment anzunehmen und dann 3 Sekunden in Kontakt bleiben und einfach sagen, danke, nicht sagen, ja, wie ist der Bulli, der ist jetzt hier, der Schloch, oder wie jemand etwas gut gemacht hat mit dem Trick, sagen, hey, cool, aber du weißt, so ist, ich hätte es letztes Mal besser können, also das kennen wir alle und dort haben wir Krisenpotenzial. Ja, so ein kleines, im Alltäglichen, das sich dann kumuliert, wenn wir es aufrechnen, quasi. Ja, wenn du gerade vom Annähern, manchmal ist ja das auch verbunden mit dem Reflektieren, nicht, dass man
reflektiert und auch sieht, was man erreicht hat und das dann auch so, wie du sagst, auch annimmt und kann stolz sein darauf. Wenn du jetzt mal reflektierst, du hast vorhin mal so ein bisschen erwähnt, du bist seit 1996, glaube ich, am Contest fahren gewesen, hast dann, ich glaube 2006 habe ich mir da Notiz gemacht, hast Olympia Gold in Turin gehabt, bei World Cross und beim 2010 hast du dich verletzt und hast eigentlich deinen Rücktritt erklärt. Hast du das so, das Gesamte, hast du das noch so ein bisschen auf dem Schirm? Also weißt, ich habe manchmal das Gefühl, im Sport mit dem Bewusstsein oder im Allgemeinen im Leben mit dem Bewusstsein und mit dem Reflektieren, ist einem das noch bewusst, wenn man so viel gemacht hat und das ist jetzt auch schon ein Moment her, was du erreicht hast, was du vielleicht auch in mir zum Beispiel ausgelöst hast als junges Mädchen, kannst du das auch für dich so annehmen und reflektieren? Es freut mich übrigens mega, dass du es so sagst. Merci. Ja, das ist ein bisschen doch, das ist ja etwas, aber, wo ich nicht, aber, das ist etwas, was auch ein bisschen mit Treiber war, ehrlich gesagt. Aber ich sage immer, wirklich die Schönheit, das habe ich vorher schon gesagt, ist der Blumenstrauß, den ich haben darf, von dem Leben, Spitzensport, also vom Snowboard-Leben, das dürfen von den kleinen Anfängen, also unsicheres Girl und dann, wow, die krassen Leute und dann das Lernen, dass die vielen Lebensgefährten, die ich dann hatte, Mentoren, Coaches, Mitgespendli und dann auch die Erfahrungen, und das sind ganz klar nicht nur die Gewinne drin, sondern Niederlagen sind schon immer ein Blümchen. Oder traurige Momente, als ich gerade im Snowboarden drei Gespendli live dabei war, wo sie gestorben sind, weil eben der Spitz, und da bin ich enorm dankbar und glücklich, dass ich weitergehen darf, ist alles nicht selbstverständlich. Und trotzdem einfach habe ich gemerkt, hey, habe ich einfach meine Aufgabe darf ich auch wie einnehmen, die meine Grösse, mein Beitrag, den ich auf dieser Kugel bin. Und das ist vielleicht das, was du sagst. Also das, ich habe schon viel erreicht in meinen ersten 10 Jahren vor Olympia und habe gewusst, hey, jetzt kommt Olympia. Und ich habe schon das Gefühl, warum mache ich das, so die Sinnfrage. Und dann auch immer wie mehr. Und ich habe so gemerkt, hey, ich würde gerne das wie ein... Ups, ich hätte es wie, Entschuldigung, Frau Störiger, ich hätte es wie das Sprungbrett wie auch nutzen, für noch mehr Leute zu berühren, zu inspirieren, eben aufzubrechen, wie ich es mit dir auch darf. Das ist für mich ein mega Geschenk, dass du das sagst. Das kann ich wirklich sehr gut annehmen und macht mich auch glücklich und dankbar, für das ich den Weg gehen und es wirklich auch machen. Und für das ist wirklich so, die Leute eben ihre Grösse oder zu bewegen oder den Krieger vorzunehmen, aber dann auch wieder eben die Weiblichkeit bewusst sein, hang die Weg, du eine Form, schöpfen, kreativ färben mit deiner Handschrift aus dir raus. Und das habe ich gewusst, mit Olympia bekomme ich, wenn ich da gut bin, bekomme ich endlich mal ein Sprungbrett für alle die tollen Sachen, die ich spüre, die ich seit 18, 17, 16 in mir absolut klar spüre und weiss, darf ich die mal die Erfahrungen, die ich machen durfte, teilen, rausgeben und anderen auch weitergeben und sagen, hey, ganz die Plempo, also deine Medaille suche, in welcher Form auch immer. Und das ist für mich schon eine grosse Beweggrund gewesen, vor Olympia, warum wollte ich Gold gewinnen. Also dort, ich sage immer so, in meiner Welt heisst das die emotionalen Anker in meiner Lebensaufgabe, also mir bewusst werden. Und durch das bekommt alles noch mehr Gewicht. Und das hat schon mit auch Annehmen zu tun. Und das ist, ja, also von dem her gesehen, ist mir, aber für mich ist es wie ein Blumenstrauß voller Erfahrung. Und das ist, die Olympiamedaille ist eine Blume, vielleicht eine goldige, aus diesem Blumenstrauß. Aber den Weg dürfen zu prägen, ein bisschen den Sport dürfen zu prägen und Menschen dürfen prägen, das ist ein riesiges Geschenk in meinen Augen. Und wirklich, dort ist wie alles drin, eben ist wie ein riesiger Blumenstrauß. Ja, manchmal vielleicht auch schwer, oder, für gewisse Leute. Also ich habe das Gefühl, gerade im Sport wird man ja, also gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, du hast so unglaublich, es ist so ein unglaublicher Druck, der glaube auch vorhanden ist, wo du allbot wieder siehst, was wieder Neues gestanden worden ist, oder? Weil ein Level jetzt wieder erreicht worden ist, auch bei den Frauen. Also es ist nicht nur so, dass es bei den Männern mega steigt, es ist auch bei uns Ladies. Es ist einerseits mega inspirierend, aber eben, dass man das dann nachher noch als Blumenstrauß sehen kann,
ist, glaube ich, auch schon eine Aufgabe für sich als Sportler, oder? Dass man es, ja, dass man es als Blumenstrauß sieht und nicht einfach, okay, ich habe jetzt Gold an Olympia gewonnen, abgehakt, jetzt will ich das möglichst wieder erreichen oder jetzt will ich möglichst noch mehr erreichen. Das ist eine Schwierigkeit. Also dort habe ich natürlich, ich habe immer in einer geführten Situation gesehen, also ich habe immer mehr Coaches, Mentoren gesucht und das hat mich, glaube ich, schon unterschiedlich gemacht zu allen anderen. Ja, früher habe ich gewusst, hey, ich will mir, also sicher auch dank ich habe mit 16 einen epileptischen Anfall gehabt, den ich knapp überlebt. Und das war für mich ein riesiges Geschenk gewesen. Und so haben wir alle in unserem Rucksack halt krasse Erlebnisse, wo wir, wenn wir wollen, dürfen wir das Geschenk drin suchen. Mhm. Und das Geschenk bei mir war, ich habe das, es hat mich so zurückgeworfen, für reinzuspüren, die Joy-Klappe zuzutun, zu schauen, hey, wie geht es in mir hinab? Weil ich habe gemerkt, hey, wenn ich lerne, mir zu spüren, zu warten, auf allen Ebenen, wirklich allen, integrativ, dann habe ich die Lösung. Und das Logischste wäre gewesen, sicher nicht Profi-Snowboarder zu werden. Weil das ist, also wenn ich allein irgendwo bin, das hätte mich Tod bedeuten können. Ich kann es ja eigentlich immer, jeden Tag, auch ohne Epilepsie. Aber das war wirklich so für mich, mir lernen zu lesen. Und dort ist wiederum das Geschenk drin von eben, was kann ich dazu lernen, auf welcher Ebene. Und was sind die Geschenke auch im Kleinen? Und der sicher der Krieger ist eben bei mir ganz wichtig gewesen. Hey, boah, bin bestätigen, da schmeiße ich mich drüber. Und auch wirklich die Schiss jedes Mal wieder. Schaffe ich das oder stirbe ich drauf? Also im Endeffekt hat es eigentlich das geheißen bei unserem Bordgross. Also, oh, ich pipe, oder? Ich meine, wenn man sich das, und er mit dem auch zu wachsen dran, und ich sage mir immer so, je schneller ich wachsen, einerseits einen fitten Körper haben, einen fitten Geist, und mit denen die Grenzen aufschieben. Es ist ja ein Spiel mit den Grenzen, und dort zu merken, wow, wo ist meine Zone, wo ich mich wohlfühle, aber dort das Bewusstsein haben, hey, heute nicht. Mhm. Und total gesagt, ja, schon bei den US Open habe ich mal gesagt, starte nicht. Mhm. Früher war noch Bordercross dabei. Also bist du nicht gestartet, weil einfach dein Bauchgefühl heute gesagt hat? Nein, es hat nicht gestimmt. Der Kurs war in meinen Augen wirklich viel zu krass gewesen. Und ich und die anderen sind daneben gestanden und gesagt, nein, es gibt immer die, die die Opportunitäten gleich nehmen. Es hat extrem viele Verletzungen gegeben. Aber, und der hat das Bewusstsein haben, welche Ampeln in mir tue ich wahrnehmen. Du hast gesagt, bei den Frauen das Level Upper Pipe ist ja krass. Oder? Und der ist aber, wenn du fit bist im Körper, im Kopf und die seelische Komponente, die dir vielleicht sagt, heute nicht oder heute schon, lass zulassen. Die Impulse zu geben und dort zu unterscheiden von, was ist jetzt heute Money nicht, oder ist es ein Konstrukt, oder ist es wirklich, nein, es geht, ist nicht gut. Das Lernen zu lesen, zu spüren, eben als komplexer Mensch, lernen, die Ressourcen einzusetzen, das habe ich sicher auch dürfen lernen, und das ist heute immer noch sehr gefragt, oder? Und gleichzeitig dankbar zu sein, weil, sagen wir, was uns Spitzensportler ausmacht vom Mindset, ist, du weißt, ich bin nicht die Beste oder der Beste, sondern ich habe heute die beste Leistung bringen. Und das ist ein grosser Unterschied, den man, glaube ich, als breiter Sportler oder Top-Level-Sportler vielleicht noch nicht so das Bewusstsein hast, wo du noch in der Bewertung bist. Und das klingt ganz komisch, wenn man als Sportler sagt, ich bin bewertungsfrei. Es ist wie, ich bewerte mich heute und nicht als Gesamtmensch. Mhm. Und das lässt mich auch wieder weichen und loslassen. Oder auch dann, wenn du merkst, es war bei mir auch so gewesen, wenn so Verletzungen sich häufen, dann merke ich, wow, da ist irgendetwas, was ich nicht beachte. Und das ganze System ist halt sehr fragil und eben heutzutage immer mehr oder immer wieder Grenzen überwinden. Und das ist schon sehr ermüdend und dort mal zu schauen, hey, wo kann ich mich sonst nähren? Und wir haben vorhin von Juri geredet, also dort ist, glaube ich, seine Nährung eben so ein Kreativer, das ist die weibliche Energie, wo er dort Vollgas nährt, oder? Und dann wieder muss herstellen und sagen, so, jetzt Rock'n'Roll. Und bei den Frauen, eben, du hast Jamie Anderson, ich bin mit ihr auch noch selber gefahren, bei den X-Games, ist ja auch schon ewig im Business, oder? Und sie hat auch schon, mir denke ich, es kommt immer wie mehr die weibliche so vom Beweisen und wird auch darum auch ausdrucksstärker, habe ich so das Gefühl. Mega, finde ich auch, ja. Und das ist, glaube ich, einfach so, der sieht man das Zusammenspiel von männlich-weiblich extrem gut, oder? Welchen Anteil, und die haben wir beide in uns. Und gerade bei ihr finde ich so, wow, mega zu sehen, wie sie es jetzt gewandelt hat, oder? Weil es halt auch schon so lange
beobachten oder kennen. Und das ist wirklich so, eben, wenn ist was gefragt. Und das, ja, das ist einfach ein Zusammenspiel von uns als Ganzheit. Jetzt bist du aber auch schon seit mehreren Jahren selbstständig. Also wenn ich von den Informationen mitbekomme, eigentlich schon eh und je, oder? Hast du dir immer ein bisschen etwas aufgebaut, auch nebst dem Spitzensport? Vielleicht mal noch vertieft dort rein. Im Moment bezeichnest du dich als Energiecoach. Der Weg dort hin oder der Weg zum heutigen Jetzt, hat der grosse Verbindung mit dem Sport, mit den Erlebnissen und mit den Emotionen, die du dort getragen hast? Ja. Ich sage auch, ich habe die letzte, ich darf zwei Ruderinnen betreuen. Und dann hat ich gesagt, ja, weisst du, Job und weisst du, dann habe ich gesagt, du schaust dir das Ruder. Und ich wäre jetzt eigentlich auch zu Olympia, also wenn Olympia wäre, wäre sie dort. Und gesagt, ja, weisst du, das ist ja nicht Job. Und dann haben wir angefangen reden und da darf sich, glaube ich, jede, die da zulässt oder fragen, redest du vom Job oder von Lebensaufgabe? Und das ist, glaube ich, das, was du ansprichst oder was bei mir anklingt. Ich bin noch nie angestellt gewesen, ja. Ja, früher war ich ursprünglich Lehrerin. Ich habe als Lehrerin gejobbt, du blöd gesagt immer. Und das war wirklich gejobbt gewesen. Also ich habe es auch sehr gerne gemacht. Aber wenn ich heute Schüler treffe, die ich damals so unterrichte, sagen die auch, wow, die Zeit, die Stellvertretung, ich weiss noch, ich konnte dort so viel mitnehmen, aber sie ist nie stofflich unter uns gesagt. Das ist halt, das bin ich. Weil, ich glaube, dort können wir zusammen Sensei, finde eine Leidenschaft in dir und folge dem, no matter what. Oder? Und so ein bisschen das, also so ein bisschen, oder die gesamtheitlichen Ansichten, die ich dann schon in der Schule, dann schon ein bisschen, also noch die Rechtschreibung gibt es, manchmal fragen mich die Leute, manchmal du erlaubst du dir ja Fehler zu machen, sage ich, ja, das ist genau so, ich erlaube mir das. Und ich finde, es geht nicht um das im Leben, aber ich tue die anderen nicht verurteilen. Sprich, um das zurückzukommen, ich war schon immer selbstständig gewesen, weil ich einfach mein Leben als Snowboarderin, Lehrer, mit dem habe ich mir Snowboarden verdient, habe dort aber schon immer gewusst, okay, wen stelle ich an für die Medien. Das war wie eine Lebensaufgabe schon dann gewesen, als ich mir gesagt habe, okay, Olympia, ich will das, was ich erleben durfte, die Einsichten, die eben, von diesen Wellen anteilen, dass wenn, man ganzheitlich, wenn ich ganzheitlich unterwegs bin, ich dann die besten Leistungen kann. Respektive sind es gar nicht mehr Leistungen, sondern dann entspricht es einfach meinem Seelenplan, blöd gesagt, für das, was ich hier bin, auf dieser Kugel. Und ob ich das weiss oder nicht, sondern gibt es sich zwei Sachen, wenn ihr Lust und Spass folgen, dann kommt es im Grundsatz gut. Dann natürlich eine Portion Fleiss, der Krieger darf da seine Sache machen, oder? Das muss gleich passieren. Und dann habe ich gemerkt, ich werde das weitergeben. Das Wissen, das ist, ich bin so dankbar über die Erfahrungen. Und das ist, dann, ist für mich darum, als ich in die Schule gehe, ich wusste, ich werde in der Erwachsenenbildung. Und somit ist weiter. Weitergehen logisch, oder? Habe ich gewusst, alles, was ich lernen durfte, alle Techniken, die ich von Coaches habe, immer, wenn mir etwas cool hat, denke ich, wirklich im Feld hat funktioniert, habe ich gesagt, okay, dann wollte ich das lernen, wie es geht. Und dann habe ich es gelernt und dann parallel schon Leute das Wissen weitergeben. Oder die Erkenntnis. Und dann im 2008 denke ich gewusst, ich bin Coach, das muss ich nicht. Es ist sowieso eigentlich paradox, sich zu fragen, was will ich werden. Es wäre viel besser, wenn wir würden sagen, was bin ich. Und dort dann beifolgen. Und bei mir, ich bin gemacht, geschaffen, für Leute zu beflügeln. Weil darum haben sie vielleicht auch Frieden, keine Ahnung. und das ist auf das gekommen. Das ist schon so, ich habe mir etwas erschaffen, aber ich bin auch immer dort durchgegangen, was macht mir Freude, was macht mir Lust und was kann ich gut. Und die Inspiration, darum freut es mich, wenn du das sagst, das ist für mich, das ist the reason why. Und dort weiterfolgend ist dann klar gewesen, oder nach dem Spitzensport, dort sowieso 2010 Vancouver, hätte ich noch wollen, aber dort habe ich gegen mich gearbeitet. Also ist mir sonnenklar. Jede Verletzung habe ich immer ziemlich gleich schon mit der Zeit immer wie schneller gewusst, okay, gerade wo ich im Boden gelegen bin. Warum? Ist mir absolut wirklich reingefedert. Und das immer wie mehr auch die Feinheit davon gespürt, okay, jetzt bist du aber gar nicht im Herz gefolgt. Und dann kommt Quittung. Und dann ist es wirklich so, ist dann die Coaching-Situation ist wie auf der Hand gelegen. Wie würdest du denn das Energy-Coach, wie würdest du das beschreiben? Was bedeutet das?
Es hat ja, also Energie hat ja ein riesen, also ist ja ein riesen Wort. Ja, so ist es. Etwa so ist es auch. Ja, also du kannst selber schauen, was macht es mit dir, wenn du mich zulässt. Mhm. Das ist das, was ich mache. Das ist das, was du machst, ja. Also es ist wie, so sagen, also es ist einfach ganzheitlich. Persönlichkeitscoach wäre für mich zu wenig, weil wir sind nicht nur eine Person. Wir sind Universum, wir sind Ziel, wir sind oben ab und unten ab und durch auf der Welt möglichst Medaillen zu sammeln. Also wirklich die ganze Bandbreite hat bei mir Platz und so schaffe ich auch eben mal so zu schauen, welche Energien sind am Werk, welche Ressourcen nutzen wir. Und da darf eben die weibliche, die männliche das Bewusstsein von welchen Anteilen habe ich mir ins, wo ich gerade brauche und welche habe ich vielleicht in den Schopf hineingesteckt. Aber hey, wenn ich den Magier raushole, dann darf alles viel leichter gehen. Wie darf es leicht gehen? Das ist eine sehr zentrale Frage. Wie bin ich gerade drauf? Und das ist immer anders. Plus so der Umgang mit Widerständen. Also für mich, das wird ja sehr häufig verpönt. Und ich habe auch so eine Schachtel gehabt, wo ich vor dem Starten gewusst, oh, die Gedanken, die gehören jetzt da drin. Sensationell. Aber das einmal anzuschauen, hey, es ist immer das gleiche Muster. Kennst du vielleicht auch. Du sagst, hey, jetzt komme ich schon wieder an den Punkt. Und dann, da bin ich halt wirklich Chef, das ist einfach Energie, wenn man so will. Was heisst eigentlich Energiecoach? Ist entweder nicht mehr angemacht, also sie ist frei. Das ist von Einstein, das hat nicht Fried erfunden. Und alles ist eigentlich Energie. Also auch der Tisch, also alles ist Energie. Und dass wir das wie können steuern, im Sinne von befreien oder neu etwas anbinden, wenn wir wollen, that's it. Also Widerstände sind im Prinzip gebundene Energie, wenn wir die befreien, und das darf sehr schnell gehen, das muss auch nicht so kompliziert sein. Ich arbeite auch mit gewissen Tools, wo ich schon Spitzensport habe, die haben einfach gemerkt, die funktionieren, und immer etwas, wer funktioniert hat, und ich habe 14 Jahre extreme Feldversuche gemacht, was funktioniert und was nicht, und auch gewisse Sachen unlogisch zusammengesetzt, die ich so noch nie habe gesehen, und die umformuliert, und eben Widerstände oder Glaubenssätze. Oh, ich habe das sowieso nicht, ich bin nicht gut genug. Das kennen wir alle irgendwo. Und wie können wir die Überzeugungen transformieren, und das darf schnell gehen. Also bei mir musste es schnell gehen, weil wenn ich nicht der Lage am Tag X hatte, am nächsten Tag hat es keine Sau interessiert, auf Berndisch gesagt, wie es mir geht. Darum, die Veränderungen, die dürfen schnell gehen. Und das ist, glaube ich, das Ding, was ich jetzt mache. Das schreibt Energiecoach, wirklich mit dem arbeiten, schauen, wo bin ich. Das ist mein Ziel. Ich bin immer, es darf angebunden sein, aber ich bin immer ganz klar, was sollst du mit deiner Energie machen? Es sind nicht so, ich sage, Nirvana-Ziel. Weißt du, ich will glücklich und ausgefüllt und leben. Ich sage, ja, das ist ein Nirvana-Ziel, aber was willst du hier auf dieser Erde manifestieren? Oder du willst dein Business hat es los, Jigs an Bord, es muss irgendwie das was ich damit erreichen und die Verbindung schaffen, also aus uns innen kreieren und das ins Aussen bringen und bam, hier ist das Resultat. Mhm. Und jetzt hat sich das auch ein bisschen gewandelt, also in den letzten Jahren hast du dich jetzt auch wirklich darauf konzentriert, nur mit diesen Herzenszielen zu arbeiten. Was ist denn, also ich weiss zum Beispiel für mich, was mein Herzensziel ist. Was ist deins? Was hast du für ein Herzensziel? Nebst jetzt vielleicht deinem Energy Coaching und ja, nebst dem beruflichen? Also das tun ja immer wieder neu und definieren, so das Next Level quasi. Es muss nicht höher, besser, schneller sein, das ist ganz wichtig bei mir. Also die verrückte Herzensziel meins ist, ich bin momentan im Aufbau von einer Friedensakademie. Okay. Ja, also Friedensakademie, das ist dann mein Name drin. Aber es beinhaltet, ich habe da vor 8 Jahren schon die Idee oder den Impuls gehabt, dass ich eigentlich Spitzensportler betreue. Ich betreue auch sehr gerne, also die Jugend, ich meine, ich bin irgendwo Lehrer, also dass wir unsere Kinder, Zukunft von morgen, Kinder und Jugendliche auch auf eine Ebene, auch das Energiewissen schon mitgeben, zu sagen, hey, schau, und mit Widerstand, die kannst du im Fall, deine Überzeugungen kannst du selber drehen, das geht. Einfach ein Bewusstsein, für mich wäre, wenn ich habe da schon fast ein neues Schulsystem gerne auf die Beine gestellt, dort wäre eine Wahrnehmungsschulung drin. Das finde ich das A und O. Und so diese Geschichte, also unter dieser Friedensakademie hat alles Platz, das bin nicht alles ich. Also ich habe 2 Programme, die ich mit Leuten mache, ich kann andere Sachen machen, aber das ist im Moment das, was ich mache. Aber dort dürfen auch Leute dabei sein, die vielleicht im Gesundheitsbereich arbeiten, aber immer unter einem ganzheitlichen Aspekt. Und ich bin einfach wie so das Dach, also ich, mein Name, das Gefäß, das geht eigentlich, das ist ego-befreit, es geht nicht primär um mich und das ist weltweit. Das ist so eine, das tue ich nicht sehr da erzählen, das ist so eine Vision, ein Herzensziel, das ich mache, das ist schon da und trotzdem
darf es eben noch in die Manifestierung wirklich vom Grossen gehen. Aber das ist schon etwas, wo ich dran bin. Spannend. Ja, weil ja. ich habe das Gefühl, so Herzensziele, die, also weißt, viele haben die und die sprechen sie ja gar nicht aus. Und ich finde es manchmal mega spannend, das auch zu hören von jemandem, wo, ja, wo schon viel erreicht hat, wo vielleicht auch, du hast vielleicht jetzt auch einen Job, wo für viele schon völlig genügend wäre, oder? Wo schon völlig befriedigend ist. Aber ich glaube, zu sehen, dass auch dann noch die Ziele rum sind und die eben von Herzen kommen, ist motivierend. Du hast es jetzt gerade gesagt, ich habe einen Job, aber dann habe ich eben eine Lebensaufgabe. Mhm. Die Jobs sind so kleine Aspekte drin, die ich vielleicht nicht mal so gerne mache. Mhm. Dann bezeichne ich es als Job. Mhm. Aber meine Lebensaufgabe ist wirklich, Leute zu beflügeln, zu begleiten. Und dort ist eben vielleicht ein Friedenssäge mir. Und das ist huge, also es ist riesig. Und das habe ich auch, als ich gewusst habe, Olympiasieger, habe ich gedacht, boah. Und das ist so ein bisschen, das darf so, also wenn das Ziel nichts mit dir macht, dann ist es einfach noch nicht gut genug. Mhm. Im Sinne von aus dem Herz oder gross genossen. Es darf auch ein bisschen Angst machen. Auch Zweifel, meine, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Auch jetzt, mit diesem Herzensziel, denke ich so, also, hey, wie soll das gehen? Aber wenn ich eins gelernt habe, ich muss Zweifel noch nicht wissen, wenn ich loslaufe. Zum Schluss vielleicht noch, was hast du jetzt vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen, die jetzt hier 45 Minuten zugelassen haben, so als, vielleicht als Tipp oder etwas, was du mitgeben willst, was dir wichtig ist zu betonen? Vielleicht jetzt auch im Fokus zu uns Frauen. Hast du da noch etwas, das du teilen mit uns? Ja, ich exklusiere es nicht mal auf Frauen, eben aus dem gegebenen Ding, das ich gesagt habe. Aber es ist definitiv möglichst viel neue Sachen zu machen. Also eben so mal einen Kurs machen, wo man etwas völlig Neues macht. Wieso nicht mal aus dem Haus mit zwei paar verschiedenen Schuhen? Also ich so, was hast du heute noch nie gemacht? Was hast du heute, hast du schon etwas gemacht, was du noch nie so gemacht hast? Wirklich dort immer wieder so das Leben. Und dort einfach zu sagen, hey, okay. Und so das auf sich selber eben zu hören, was will heute aus mir raus kreiert werden? Und das ist die weibliche Anteil. Und gerade wenn man Frauen redet, wir dürfen uns nebst dem Krieger, den wir haben, der eben mal sich auf Skateboard setzt, wirklich auf Snowboard, auf Surfen, Zeugs machen, wo du vielleicht findest, wow, darf ich denn das? Doch, tut. Und trotzdem, was will aus mir raus kreiert werden? Also das ist wirklich so das Fragen, ja, wo bin ich heute beitragen im Grossen und Ganzen? Also auf der Kugel, in meiner Community, was auch immer, egal wo. Aber was ist das, was ich kreieren will. Auf das muss man sich fragen, was darf heute aus mir raus? Und dort Lustprinzip, also wirklich auch nach was habe ich da eigentlich Bock? Und dann mal eine Stimme geben. Du hast vorhin etwas sehr Wichtiges gesagt, man redet nicht darüber. Also dort wirklich sich das Innere geben, zu teilen, ohne Widerstand, der darf auch Platz haben. Mhm. Mhm. Dadurch, dass man ausgesprochen wird, tut sich schon meistens schon transformieren oder verändern, sagen wir es mal so. Das ist sicher das, was ich mir mehr wünsche. Ja. Herzlichen Dank. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich glaube, ich kann dafür viele, die jetzt zuhören, reden. Es ist mega bereichernd, manchmal auch sich ein bisschen Gedanken zu machen, die in eine andere Richtung gehen, wo halt nicht einfach nur im Alltag schwebend sind, sondern wo vielleicht ein bisschen tiefer sind oder wo man eben den Krieger rauslassen kann oder einfach mal weiblich sein kann. Ich glaube, ja, es war eine mega schöne Zeit, die ich mit dir erleben durfte. Und ich sage von Herzen danke, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Ja, merci dir vielmals und merci für dein Wirken für Chicks on Board. Das ist so ein wichtiger Beitrag, den du machst, Anja. Merci vielmals.